Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthausen-Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtle, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 21.11.2014, es ist 9.27 Uhr, ganz genau. Die amerikanischen Aktienindizes, die ziehen über Nacht an. Der S&P mit einem neuen Wochen-, Jahres- und Allzeithoch. Und das Gleiche gilt natürlich für den Dow Jones. Der S&P, und damit fangen wir das Video an, hat hier das Vortageshoch überwinden können. 2055 Punkte aufgerundet, steht jetzt aktuell bei 2060 und hat jetzt Platz bis in den Bereich von 2080 Punkten. Hier befindet sich aus der statistischen Perspektive die obere statistische Wochenbandbreite als auch die Vorwochenhochausdehnung. Der Ausbruch sollte als kritisch zu bewerten sein, wenn es unter das Vortagestief geht. Darunter sollte er nicht fallen. Darüber ist er noch relativ gut unterstützt mit dem Vorwochenhoch und dem Vortagestief. Spätestens aber, wenn er hier unter diese Vortagestiefs fällt, ist eine Korrektur möglich bis in den Bereich der 2025er Marke. Aber aktuell sieht es durchaus sehr bullisch aus. Wenn wir uns den Dow Jones angucken, auch hier haben wir eine Long-Position vorgeschlagen und der ist weiterhin long zu sehen. Die Seitwärtsphase wurde ausgehebelt. H4-Schlusskurs ist drüber. Damit gehen wir auch hier von weiter steigenden Kursen aus. Wir können uns ja mal aus der statistischen Perspektive angucken. Beim S&P waren es hier knappe 20 Punkte an Take-Profit, den er jetzt machen sollte. Wenn wir uns jetzt mal den Dow Jones angucken, dann würde ich mich stark auf die 17.950 konzentrieren. Da liegt nämlich heute auch das ähnliche Ausbruchsziel im Bereich hier von 17.940 bis 17.970, also man kann fast sagen fast 18.000 Punkte. So, kann man fast aufrunden. 200 Punkte Aufwärtspotenzial hat er hier so aufgerundet. Man muss es ja nicht komplizierter machen. Und von daher gehen wir davon aus, dass er dieses jetzt auch ausschöpfen wird. Ob er das heute komplett ausschöpfen wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall hat er bis dahin Platz. Und da sind die nächsten Möglichkeiten, dann die Gewinnmitnahmen tatsächlich zu vollziehen. Ist ja auch dann noch ein psychologisches Level. Kritischer wird es deutlich hier mit einem neuen Vorwochentief. Aber selbst dann muss man sagen, kommen zu viele Unterstützungen, um ihn adäquat zu shorten. Wir haben danach noch unter dem Vortagestief das Vorwochentief, die untere statistische Wochenbrandbreite inklusive hier der Tages-EMA 20. Also von daher zu viele Unterstützung für einen Short, selbst wenn er Short gehen würde. Ausbruchsziele 17.940 Punkte. DAX ist ebenfalls relativ bullisch, kann hier schön nach oben hin ausbrechen, hat die Konsolidierung beendet. Wir hatten ja gesagt, wenn kaufen, dann über 9.530 Punkten. Gut, da ist er jetzt erstmal 26 Punkte drüber. Mich würde es nicht wundern, wenn wir heute nochmal eine kleine Korrektur sehen auf dieses Ausbruchsniveau hier. Also aber spätestens im Bereich von 9.480 Punkten, falls er nochmal konsolidieren sollte, ergäbe sich die nächste eng gestoppte mögliche Chance. Aber ansonsten ist er weiterhin long zu sehen. Gold, ebenfalls interessant, ist hier weiterhin in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, untergeordnet natürlich nur betrachtet. Und wenn wir uns das angucken, bildet sich hier eine mögliche inverse SKS. Man muss es jetzt auch nicht zwangsläufig als inverse SKS deklarieren, aber die Unterstützung ist durchaus hier noch vorhanden und eine Bodenbildung, zumindest untergeordnet oder eine Trendfortsetzung, um es genauer zu formulieren, ist hier über 1.205 Dollar sehr, sehr interessant. Silber zeigt sich auch relativ stark, kämpft hier halt immer noch an der Monats-EMA 200. Das ist natürlich auch eine Bank, die Monats-200er. Ja? Und von daher muss er diese erstmal überwinden und vor allem auch hier dieses Momentum hoch auch noch aushebeln. Erst dann besteht Platz bis in den Bereich von 17 US-Dollar pro Feinunze. Das zum Thema Indizes und Rohstoffe. Lassen Sie uns kurz jetzt noch ein paar Währungen durchgehen. Allzu viel hat sich nicht getan. Australisch Dollar, Schweizer Franken pendelt hier so ganz, ganz schwach an der unteren Seitwärtsphase. Unbedingt darauf achten, falls er hier nach unten ausbricht, dass man da dabei ist. Australisch Dollar, US-Dollar, drei Short-Positionen, keine von beiden ist aktiv. Abwarten, bis er das triggert. Ja, wir wollen natürlich den Ort der Bewegung haben und momentan ist er hier so mehr oder weniger im Niemandsland, sage ich. Wir haben sowohl noch Platz nach oben zur bärischen Flagge, als auch noch Platz nach unten zum Durchbruch. Also eher Zurückhaltung als da
Jetzt das Trading. Kanadisch Dollar, japanisch Yen ist mir aufgefallen. Sieht ganz interessant aus für eine Long-Position. Man muss halt nur hier wirklich auch sauber und konsequent stoppen, weil wenn man sich das mal auf dem Tageschart anguckt, dann ist der Trend natürlich sehr, sehr steil. Und es wird der Moment auch kommen und da wird auch einmal der Stop-Loss getriggert werden, wo einmal die Long-Position hier nicht mehr laufen. Ich würde schon fast dazu neigen zu sagen, je weiter wir jetzt in diesem Aufwärtstrend laufen, desto kritischer werden Long-Positionen, selbst wenn wir völlig intakt long sind und der japanische Yen in sich total zusammenknickt. Und wir sind für meine Verhältnisse sehr weit schon in der Bewegung. Ja, und daher würde es mich nicht wundern, wie gesagt, eng stoppen, long gehen ist okay, aber irgendwann wird halt hier auch mal die Korrektur kommen, weil das ist sehr, sehr steil, was wir aktuell im Kanadisch-Dollar, Japanisch-Yen sehen. Interessant, Euro-Australisch-Dollar gefällt mir auch relativ gut für einen Ausbruch. Wir hatten ja gesagt, Pullback, wobei da müssen wir auch noch die Schlusskurslinie einzeichnen. Das ist wichtig. So. So spätestens im Bereich von 1,45 ist er sehr, sehr gut unterstützt. Ich meine, letztendlich hat er ein bisschen jetzt hier konsolidiert. Aber spätestens hier das Ausbruchssetup, das ist noch gültig und durchaus sehr interessant. Eurocut, uninteressant momentan, aktuell hier an der Trendlinie. Potenzial also abzuprallen, aber immer noch kein Durchbruch. Euro-US-Dollar hat sich wenig getan, muss man sagen. Wir sind da stark momentan volatilitätsarm unterwegs. Also das ist schon eine beeindruckende Leistung hier, wie wenig sich der Euro bewegt. Das spricht natürlich auch für einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung. Sollte zumindest kritischer werden, wenn wir heute unter die 1,25 fallen. Bullischer ist er hier ganz klar über der 1,2650er Marke. Gefällt mir aber prinzipiell ganz gut. British Pfund US-Dollar weiterhin seitwärts. Wenn Long-Tendenzen, dann mit einem neuen, hier mit einem neuen Hoch. Also das alte Vortageshoch muss gebrochen werden. 1,5736 US-Dollar pro British Pfund. Ansonsten hier unten nochmal eine eng gestoppte Long-Möglichkeit, beziehungsweise beim Durchbruch die Short-Möglichkeit. Hier ist auf jeden Fall ein Ort der Bewegung und sollte hier zumindest für ein wenig oder für ein paar Pips ausreichen. Entweder der Long-Scalp hier unten bei untergeordneter Bodenbildung oder eben der Short-Durchbruch. Ansonsten US-Dollar, Japanisch Yen würde ich auch noch abwarten, bis er hier tatsächlich noch tiefer konsolidiert. Ist weiterhin im völlig intakten Aufwärtstrend. Wir hatten ja gesagt, er sollte jetzt konsolidieren. Die tritt auch ein. Nächste Kaufchance hier im Bereich der 117er Marke. Ansonsten ergibt sich da nicht allzu viel. Er muss gar nicht bis da unten runter korrigieren. Ja? Aber wenn er es macht, dann sollte man zumindest mal die Augen aufhalten und gucken, ob es hier untergeordnete Bodenbildungstendenzen gibt. Gut, das war es von meiner Stelle aus. Heute ein wenig kürzer in der Ausgabe. Hat sich ja nicht viel verändert zu gestern. Deswegen wollen wir hier auch möglichst effizient vorgehen. Wir hören uns heute Abend wieder. Bis dahin sage ich Good Trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.